Zweiter Stopp auf meiner Ben Romach Tour, der 15er. First Fill Ex Bourbon, First Fill Sherry, 43 Volumenprozent. Kann man doch mal machen, oder? Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Der 15er hat die gleiche Fasszusammensetzung wie der 10er. Ich kann es euch jetzt nicht vom Mengenverhältnis sagen, aber die Fasstypen sind gleich. First Fill Ex Bourbon und First Fill Sherry. Ob das irgendwie so ein Universalrezept bei Ben Romach ist? Ich hatte schon beim 10er gesagt, da gibt es noch mehr Abfüllungen, die das genauso haben. Wieder ein 20-Jähriger. Second Fill benutzen die da laut den Infos, die sie uns geben, nicht wirklich. Erläuterung fände ich ganz schön. Ich finde es ja nicht schlimm, aber verstehen tue ich es nicht. Oder sie heben die auf für ganz alte Whiskys, für einen 25-Jährigen oder 30-Jährigen oder was auch immer. So, die Farbe blende ich euch ein. Er ist, meine ich, etwas dunkler, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Und ihn hatte ich ja auch schon mal. Und damals, ja, war es eine echte Überraschung, da ich ihn vorher gar nicht kannte. Jetzt weiß ich ja, was auf mich zukommt. Ich hoffe, sie konnten die Qualität halten. Ich sehe jetzt aber auch keinen Grund, warum nicht. Er kostet 63 Euro bis 70 Euro. Damit ist er leider Gottes auch ganz schön im Preis gestiegen. Aber ja, welche Flasche ist das nicht, ne? Muss man so hart sagen. Ach, das entschädigt doch. Ich wollte eben einmal die volle Dröhnung nehmen, um direkt am Anfang auf den Rauch zu achten. Hauch. Also ich muss zugeben, im Blind Tasting würde ich sehr wahrscheinlich dran scheitern, denn der Sherry-Einfluss hat hier auch stärker zugenommen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man diesen Rauch einfach als ja rauchiges Sherry-Fass interpretiert, beziehungsweise ein Fass, das so leichte Raucharomen bildet. Ja, auf jeden Fall erzählen wir Whisky-Nerds uns immer davon. Und hier könnte man oberflächlich vielleicht sagen, das könnte auch sowas sein. Der Sherry-Einfluss dominiert jetzt mehr. Beim 10-Jährigen war das so ein offener Schlagabtausch zwischen Ex-Bourbon, also First Fill Ex-Bourbon und First Fill Sherry. Sehr wahrscheinlich bei dem geringeren Preis ist vielleicht der Ex-Bourbon-Anteil da auch höher oder größer gewesen. Hier weiß ich nicht, ob es nur an den 5 Jahren liegt oder ob auch mehr Sherry drin ist, aber er kriegt so einen dunklen, bärigen Touch jetzt. Also den 10er hatte ich echt mehr über die Zitrusfrucht der Orange und Zitrusfrüchten generell zugeordnet, Orangenschale. Und hier bin ich jetzt erstmal im Wald gelandet, Waldbeeren. Bisschen Heide habe ich sogar gerade das Gefühl, so leichtes, wie heißt das, Honigbrot, Honigkuchen. Aber er ist nicht so süß. Aber so ein leichter Anflug. Leicht, er wird so ein bisschen älter, leichte Lederassoziation, ein bisschen Tabak kann ich rein interpretieren. Aber immer mit den Beeren dabei. Nussige Beeren. Nein, da ist so ein bisschen Haselnuss mit drin. Der Ex-Bourbon-Charakter ist jetzt für mich nicht so direkt greifbar, aber ich denke, die Ex-Bourbon-Fässer verhindern, dass er einfach zu schwer wird, sondern dass es irgendwie immer noch locker, fluffig bleibt, wie bei so einer schönen Mousse au Chocolat. Aber nicht so, und ohne wäre es sehr wahrscheinlich so ein Schokopudding, der so richtig massiv ist. Der 10er, dem hatte ich noch so eine pfeffrige Note angehangen. Hier nichts mehr von zu spüren.
wie gesagt, nach hinten raus, das Holz wird einfach stärker, dunkler. Sehr angenehm. Also ich meine jetzt den Rauch etwas besser wieder wahrzunehmen. So eine leichte Nelke, so leicht weihnachtlich, als ob so der Weihnachtsmarkt gerade aufbaut, noch gar nicht so komplett da ist. Eine Kirschschokolade. Ich hatte eben keine Kirsche. Aber jetzt eine speichelanregend in den Backen gleichzeitig so ein bisschen trockener werdend, aber auf der Zunge Speichel. Und dazu süßer Kirsch Schokoladensaft. Also die Schokolade ist schön zartbitter. Und wenn man es weiß, kann man immer wieder sagen, ja, so leichte Rauchaufflackerer sind da. Aber der Rauch ist jetzt allgemein nicht so schön. Ich habe ihn ja so ein bisschen holzig interpretiert, wie beim Zehner. Wäre jetzt eher auf eine kräftigere Rauchnote im Malt steht. Also kräftig ist relativ, aber der könnte mit dem Zehner besser fahren. Der ist eben auch so ein bisschen frecher, so ein bisschen frischer. Hier kommt dann doch Alter durch. Also muss man massiv sagen. Und die Fässer legen noch mal eins drauf, besonders die Sherryfässer, die, wie ich vermute, aus einem größeren Teil europäischem Holzes auf jeden Fall bestehen. Aber es erschlägt nicht. Da lege ich seit 2, 3 Jahren dann doch mehr Wert drauf, seitdem es diese ganzen dunklen Abfüllungen gibt, muss ich es einfach immer wieder betonen. Also eine schöne Kombination. Leichte Trauben, eben war ich eher bei Beeren. Jetzt habe ich so einen leichten Traubeneindruck. Zitrusfrucht nicht mehr wirklich. Bisschen Orange vielleicht. Die 43% passen, also fand ich schon beim 10er, da habe ich es glaube ich nicht gesagt, passten gut. Und hier beim 15er auch. Leichtes Britzeln auf der Zunge, deshalb komme ich drauf. Das ist aber nicht vom Alkohol. Das kommt mir fast so vor, als wäre es vom Holz ab und zu dazwischen. Aber nicht so, dass es das Ganze jung erscheinen lässt, sondern nur so eine richtige würzige Note. Ich hatte letztens den Glen Turret. Ne, der war nur 12 Jahre, den 15er hatte ich noch gar nicht von denen. Und der war massiv Sherry. Ich glaube, der war auch rein Sherry. Und das war ein Kandidat, also ein sehr voluminöser, sherry-lastiger Malt. Aber da habe ich auch gesagt, das ist irgendwie sehr wahrscheinlich für viele einfach zu viel over the top. Und hier die Ex-Bourbon-Fässer kurbeln das runter. Ob es wirklich First-Fill-Fässer sein müssen, dafür weiß ich nicht. Vielleicht ist auch im Hintergrund da irgendwie die cremigen Noten oder die Süße, die so ein bisschen durchschwingt, dass die aus den Ex-Bourbon-Fässern stammt und den Sherry dann noch schöner untermalen. Das kann sein, aber kann ich jetzt wenig, also ist jetzt so eine Idee einer Erklärung. Ja, 60, 70 €, aber wenn es 15 Jahre sein sollen, ich bin ja ein Fan vom Nockendu, 15 Jahre. Aber der hat auch 43 Volumenprozente. Aber der kommt dann von einer. Ne, der kommt da nicht mit. Das ist ein ganz anderer Kandidat. Ob es dieser minimale Rauch ist, ich weiß es nicht. Ob es hier eben die frischeren oder die erstbefüllten Fässer sind, ist auf jeden Fall hier eine ganz andere. Oder der Nockendu ist auf jeden Fall eine ganz andere Preisliga. Aber an dem musste ich gerade denken.
Und sonst 15er von Glenfiddich ist ganz anders aufgebaut. Also ich gehe so ein paar Speyside gerade durch. 15er Glenlivet. Gibt's das? Ja, ne, gibt es. Ist das so ein Glenlivet? Wir hatten diese French Oak. Ist das, das ist Glenlivet, oder? Nee, ist ja auch nicht so mein Fall. Also ich finde den schon ganz lecker. Okay, kommen wir zum Ende. Jetzt werde ich mich nach einer kleinen Pause dem 21-Jährigen widmen. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.